Ich bin fast täglich mit Situationen konfrontiert, wo man Leute sucht. Es können Leute sein, die auffindbar sind. Aber wenn man keine Koordinaten hat, die dann zu finden, ist unmöglich und eigentlich nur auf einen Zufall oft zurückzuführen. Ich hatte gerade einen Kerzenunfall. Ich verstehe dich ganz schlecht. Hallo? Hallo? Ich habe die Information erhalten, dass ein Paragleiter abgestürzt ist. Ohne weitere Angaben wäre es ein stundenlanger Aufwand gewesen, diese Person zu suchen. Es kann vorkommen, dass es am Tag sehr warm ist. Sobald die Sonne weg ist, wird es eiskalt. Wenn dann die Personen nicht richtig ausgerüstet sind. Many of us carry a smartphone with very accurate location technology, but we realized in an emergency that location wasn't being sent to emergency responders. We saw an opportunity to help a lot of people. Im Fall von Andy und wenige Sekunden darauf habe ich schon von dieser neuen Technologie seinen Standort mitgeteilt bekommen, die Position auf 6 Meter genau. Der Moment, in dem man erkennt, man konnte jetzt jemandem helfen, der ist eigentlich unbeschreiblich, weil das der Sinn des Ganzen ist. Und das eigentlich der Grund ist, warum man das Ganze macht, warum man selber ein gewisses Risiko eingeht. It's an incredible moment, the first time you hear the stories about how location technology is helping real people. It's a privilege to help people in distress, and that's why we want to make it available for more people out there. Ich habe das Boot nicht gehört, ich habe den Vergehen, dass die Regierung des Planeten direkt zurück.